Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit den Kaderplanspielen der kommenden Saison, also der Saison 2019-2020 und heute im Fokus die TSG Hoffenheim. Ihr habt abgestimmt im letzten Video, da haben wir uns dann mit dem FC Bayern München beschäftigt, zuvor schon mit Borussia Mönchengladbach. Falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, schaut dort nach diesem Video gerne auch noch vorbei und heute eben die TSG Hoffenheim im Fokus. Da gibt es aktuell gar nicht so viele Gerüchte, denn es ging ja erstmal darum, einen neuen Trainer zu finden. Das hat man nun getan mit Alfred Schreuder und der wird sich natürlich nur mit Alexander Rosen zusammensetzen und den Kader der kommenden Saison planen. Was man bei Hoffenheim sagen muss, es gibt sehr, sehr viele Leihspieler, die im Sommer zurückkehren könnten und dadurch könnte man eben schon alleine schon den Kader extremst verstärken. Wir gucken heute also bei den Kaderplanspielen auf die Abgänge, die es geben wird und die es geben könnte und zudem auf mögliche Neuzugänge und natürlich auch auf Neuzugänge, die bislang schon feststehen. Dann auf einen möglichen Kader und vor allen Dingen auf einer möglichen Aufstellung, wie eben der neue Trainer Schreuder dann eben aufstellen könnte. Beginnen tun wir aber erstmal mit möglichen Abgängen. Bislang steht noch kein Abgang wirklich fest. Ich tippe mal, dass diese vier Spieler Hoffenheim verlassen könnten zumindest. Reiss Nelson, der rechts außen, der kann ja auch Stürmer spielen. Er ist ja ausgeliehen vom FC Arsenal. Der passt so ein bisschen in diese Riege, die aktuell deutsche Clubs vollziehen. Wie ein Jadon Sancho, wie ein Rabi Matondo oder eben auch ein Nelson. Er spielt eine wirklich gute Saison. Er bringt extrem starke Fähigkeiten mit. Aber ich glaube, er wird erst einmal zurückgehen auf die Insel. Arsenal will ihn sicherlich auch nun selber auch mal ausprobieren. Und dann vielleicht auch direkt mal zum Stammspieler machen. Ich glaube, dass es Hoffenheim dort sehr, sehr schwer haben wird. Da ist höchstens noch ein weiteres Leier drin. Ich glaube aber eher, dass er erst einmal zurückkehren wird nach London. Bei Adam Solloy ist die Situation eine etwas andere. Da sieht es ja eher danach aus, dass er im Sommer auf jeden Fall ein neues Abenteuer suchen wird. Er spielte eine wirklich gute Rolle unter Julian Nagelsmann, aber ich glaube schon, dass er die TSG im Sommer dann auch verlassen wird. Viele Gerüchte gibt es immer wieder um Jurri Lindholm. Wir sehen ja auch gerade auf dem Bild mit Adam Solloy zusammen. Der Stürmer ist ja im Sommer erst zurückgekehrt von seiner Leihe nach Rapid Wien und er hat eingeschlagen wie eine Bombe. Er passt richtig gut rein ins Hoffenheimer Spiel. Ein bulliger Stürmer, der extremst viele Fähigkeiten mit sich bringt. Er hat einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Es gibt viele Clubs, die an ihm dran sind. Vor allen Dingen aus der Premier League wurden da schon ein paar genannt. Nicht die Top-Clubs, aber wirklich schon viele finanzstarke Clubs. Ich glaube allerdings, dass Hoffenheim ihn nicht verkaufen wird. Denn sollte man ihn verkaufen, hätte man zwar ein Geldsegen, aber man hat bislang einfach schon einen guten Kader, wodurch Geld nicht zwingend erforderlich ist und Jurri Lindholm spielt eine richtig gute Rolle und aktuell sieht es auch eher danach aus, dass er auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr bei Hoffenheim bleiben möchte und das wahrscheinlich auch so passieren wird. Bei Havard Nordwald ist die Situation eine etwas andere. Er war ja ursprünglich mal eingeplant als Innenverteidiger Nummer 3 neben Vogt und Hübner, dass er dort gesetzt ist. Er konnte aber nicht so wirklich überzeugen, wurde ja auch in der Rückrunde verliehen an den FC Fulham. Dort spielt er eine ganz gute Rolle und ich glaube schon, dass er Hoffenheim verlassen wird und wahrscheinlich sogar in England bleiben wird. Gut, Fulham muss man sehen wegen dem Abstieg. Sollten die absteigen, wird er sicherlich nicht da bleiben. Aber ich glaube schon, dass er Hoffenheim im Sommer verlassen wird. Sollten natürlich Spieler Hoffenheim verlassen, könnte es auch zu Neuzugängen kommen. Und hier sehen wir direkt mal auf dem Bild einen, der kommen könnte. Denn das ist Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Er kam ja erst im Sommer zum SC und ist wirklich richtig gut gelaufen bislang für den jungen Mann. Er ist ja deutscher U21-Nationalspieler und er spielt eine richtig gute Rolle bei Freiburg, obwohl er ja auch starke Konkurrenz hat auf seiner Position. Denn dort ist Freiburg auch qualitativ sowie quantitativ wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Trotzdem setzt Christian Streich auf ihn. Er steht bei mehreren deutschen Clubs auf der Liste. Leverkusen und vor allen Dingen auch Gladbach wurde ja dort auch schon mal genannt. Zu Hoffenheim könnte er für mich auf jeden Fall wirklich gut passen. Hoffenheim setzt ja auch immer wieder auf solche jungen Spieler, dass sie sie noch einmal einen Schritt weiterentwickeln, wie wir es auch zum Beispiel bei Nico Schulz sehen oder auch bei Kerem Demirbay. Ich glaube, er würde richtig, richtig gut reinpassen. Nach Hoffenheim zu Alfred Schreuder, je nachdem natürlich auch, was er für ein System spielen sollte. Aber ich glaube schon, dass Waldschmidt durchaus auf der Liste stehen könnte und er könnte eben auch dann Adam Solloy ersetzen. Zumindest vom Kaderplatz her spielertypisch sind sie ja schon verschieden. Ebenso auf der Liste steht wohl Dodi Lukebakio. Er spielt eine richtig gute Saison bei Fortuna Düsseldorf, ist eigentlich rechts außen. Bei Düsseldorf spielt er ja meistens Stürmer, weil er eben so ein enormes Tempo mit sich bringt und enorm abschlussstark ist. Er steht ebenfalls bei Hoffenheim wohl auf der Liste. Ich glaube allerdings, sollte man sich Luca Waldschmidt holen, wird Lukebakio kein Thema mehr sein. Zudem muss man halt überhaupt mal sehen, ob Lukebakio überhaupt auf den Markt kommt. Watford hat ihn ausgeliehen an Düsseldorf. Die wollen ihn sicherlich auch selbst gerne zurückhaben. Deswegen glaube ich, dass, wenn man einen von den beiden möchte, Luca Waldschmidt die realistischere Alternative ist. Zudem haben wir ein paar Leihspieler, die zurückkommen und jetzt habe ich mal die aufgelistet, die wahrscheinlich auch erst einmal im Kader eingeplant sind. Kevin Akpoguma an Hannover ausgeliehen, dort hat er eine ganz gute Rolle gespielt, dann hat er sich verletzt.
Dann wird sehen, er hat enormes Potenzial, was er bislang noch nicht ausschöpfen könnte oder ausschöpfen konnte. Ich glaube allerdings schon, dass Schreuder auf ihn setzen könnte. Vielleicht sogar direkt als Stammspieler, vielleicht noch einen Ticken zu früh, aber dass er auf jeden Fall viele Einsätze bekommen wird. Bei Steven Zuber, finde ich, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Er hat ja vor allen Dingen auch dadurch, dass jetzt Hoffenheim aus dem europäischen Geschäft raus war, keine wirkliche Chance mehr gehabt, auf Einsätze zu kommen. Deswegen wurde er verliehen an Stuttgart. Dort spielt er eine zentrale Rolle. Und ich glaube auch, wenn Stuttgart drin bleiben sollte, dass sie ihn gerne behalten würden und man sich dann wahrscheinlich sogar auch einigen könnte, dass Steven Zuber nach Stuttgart geht oder dort bleiben könnte. Aber ich glaube, erst einmal plant man ihn auch selber ein. Ebenfalls wie Vincenzo Grifo. Er ist ja aktuell nach Freiburg ausgeliehen, spielt dort zusammen mit Luca Waldschmidt und er spielt enorm stark. Da sieht man direkt, wie er passt einfach perfekt zum SC Freiburg. Zu Hoffenheim passte er bislang ja zumindest noch nicht. Alexander Rosen hat klar zu verstehen gegeben, dass Grifo im Sommer zurückkommt, dass er ganz klar eingeplant ist und ich glaube sogar auch, dass Alfred Schreuder ihm eine durchaus zentrale Rolle zutrauen wird und er auch auf seine Einsätze kommen wird. Die Frage ist natürlich dann, kann er auch dann endlich mal wieder überzeugen bei Hoffenheim oder auch dann nicht? Ich glaube, man wird ihn schon fest einplanen für den Sommer, für die Hinrunde zumindest. Da wird man weitersehen, sollte er dann nicht überzeugen, wäre wahrscheinlich ein Transfer sinnvoll. Philipp Ochs, ein großes Talent, so hieß es zumindest. Nun spielt er bei Aalborg in Dänemark und dort kann er auch endlich überzeugen. Da spielt er sehr, sehr offensiv, meist als Linksaußen. Er kann ja auch Stürmer spielen. Eigentlich ist er bei Hoffenheim als Linksverteidiger eingeplant und ich denke mal, wenn man europäisch spielt, wird man ihn dort auch erst einmal einplanen, auch wenn man dann auch schon extrem breit aufgestellt ist und ihm wahrscheinlich gar nicht mal so viel Spielpraxis geben kann. Gregor Kobel in der Rückrunde ausgeliehen zum FC Augsburg, ist dort Stammtorwart. Er wird wahrscheinlich im Sommer zurückkehren. Hoffenheim möchte ihn gerne wieder als Nummer 2 haben, auch wenn man natürlich sagen muss, das ist ein junger Mann, der braucht zwingend Spielpraxis. Und bei Hoffenheim ist auch vollkommen zu Recht Oliver Baumann gesetzt. Deswegen fände ich es eigentlich schlecht für ihn, wenn er zurückkäme und dann eben nur auf der Bank sitzt. Da halte ich eine weitere Leihe, vielleicht auch wieder zu Augsburg, weil er eben da unangefochtener Stammspieler ist, für etwas realistischer. Und dann haben wir noch Justin Hogma. Er ist ja aktuell verliehen in die zweite Liga. Er wird wahrscheinlich im Sommer vorerst zurückkommen. Ob er eine Zukunft hat, wird man vor allen Dingen auch sehen, was dann eben mit Leuten wie Kevin Akpoguma passiert. Da hat man dann schon wirklich enorm viele Innenverteidiger auf dem Zettel. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gucken auf die komplette Mannschaft, also die, die rot gefärbt sind, sind mögliche Neuzugänge, die ihm kommen könnten. Auf der ersten Seite haben wir jetzt keinen. In schwarz gefärbt sind eben die Abgänge und blau gefärbt die Spieler, die von einer Leihe zurückkehren. Deswegen haben wir im Tor Oliver Baumann die klare Nummer 1. Gregor Kobel, der Stand jetzt auf jeden Fall erstmal zurückkehren wird, die Nummer 2. Und Alexander Stolz dann eben wieder die Nummer 3. In der Verteidigung ist man extrem breit aufgestellt. Allein schon rechts hinten hat man drei Möglichkeiten mit Alphonse Amade, wo ich allerdings vermuten würde, dass man ihn erstmal verleiht. Er hat großes Potenzial, natürlich aktuell sehr, sehr schwer für ihn auf Bundesliga-Minuten zu kommen, deswegen sollte man ihn vielleicht in die zweite oder dritte Liga verleihen. Joshua Brennett kann rechts wie links spielen, spielt eine ganz gute Rolle. Pavel Kaderabek wird sicherlich auch im nächsten Jahr gesetzt sein. Und dann in der Innenverteidigung eben Kevin Akpoguma und Justin Hogmann, die möglicherweise zurückkommen. Wie gesagt, Harvard Nordweit habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, weil ich glaube, dass er erst gar nicht zurückkommen wird. Kevin Vogt, der Captain, ist gesetzt. Kasim Adams, der spielt auch eine wirklich gute Rolle. Benjamin Hübner ist sicherlich auch unangefochtener Stammspieler. Und dann eben noch Stefan Posch, Ermin Bicakcic und Lukas Ribeirol. Das heißt, man wirklich extrem breit aufgestellt. Wenn man hier mal zählt, das sind jetzt 8 Innenverteidiger, die Hoffenheim dort zur Verfügung hat für möglicherweise ja 3 Positionen. Das ist schon enorm viel. Also da muss man eigentlich noch 2 bis 3 Leute Minimum abgeben. Wird man sehen, was dort passiert. Dann eben links hinten noch Philipp Ochs und Nico Schulz. Auch wenn dort natürlich auch, wenn man mit Dreierkette spielt, Steven Zuber spielen könnte. Oder auch rein theoretisch Leonardo Bittencourt. Also auch dort ist man sehr, sehr breit aufgestellt. Nico Schulz sicherlich unangefochtener Stammspieler. Philipp Ochs, wie gesagt, muss man gucken, wie viel Spielzeit der bekommen könnte. Im Mittelfeld haben wir dann Dennis Geiger. Er spielt ja unter Nagelsmann eine wirklich gute Rolle. Ich glaube, nächstes Jahr könnte er wirklich den endgültigen Durchbruch schaffen. Hoffenheim wird sicherlich viel auf ihn setzen, ebenfalls wie bei Kerem Demirbay und Florian Grillitsch. Lukas Rupp, er hat ja leider enormes Verletzungspech. Ich denke mal, im nächsten Jahr will er wieder angreifen, wird auch wieder angreifen. Ich bin gespannt, was er für eine Rolle spielen wird, ebenfalls wie bei Nadim Amiri. Auch er, enormes Verletzungspech, enormes Potenzial ist bei ihm da. Kann er bislang noch nicht ausschöpfen. Ich glaube sogar, dass er vielleicht sogar noch ein Kandidat sein könnte für einen Abgang im Sommer, je nachdem, wie mit ihm geplant wird. Leonardo Bittencourt, er hat sich ja wirklich gut reingefunden bei Hoffenheim. Dann haben wir noch Christoph Baumgartner und Robin Hack, 2 junge Spieler. Und dann eben Steven Zuber, der Stand jetzt eben zurückkehren würde. Ich glaube allerdings schon, dass er, wie gesagt, sollte Stuttgart die Klasse halten, bei Stuttgart möglicherweise bleiben könnte. Vincenzo Grifo haben wir schon angesprochen, der wird wohl möglich auch fest eingeplant sein. Und Reece Nelson,
Ich denke, er wird Hoffenheim im Sommer wieder verlassen. Dann im Sturm haben wir André Kramaric, der sicherlich wieder eine wirklich Schlüsselrolle einnehmen wird im nächsten Jahr. Luka Waldschmidt habe ich jetzt einfach mal hier aufgelistet. Ich weiß wirklich nicht, ob er wirklich kommen wird. Weil Hoffenheim, da gibt es aktuell einfach kaum Transfergerüchte. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich tippe mal auch, dass es auch gar nicht so viele braucht. Weil wir sehen, die Mannschaft ist schon wirklich komplett. Auch wenn man jetzt auf die Leihspieler guckt, die erhöhen den Konkurrenzkampf und somit auch die Qualität nochmal. Deswegen, ich finde den Kader der TSG bislang schon wirklich komplett. Man muss gar nicht so viel machen, eben nur dann sollte es zu Abgängen kommen. Deswegen Luka Waldschmidt überhaupt nur ein Kandidat. Sollte Adam Soloy, wie wir es hier auch in Schwarzpaket haben, Hoffenheim verlassen. Dann haben wir eben auch noch Jui Linton und Ishak Belfodil, die auch eine wirklich gute Rolle einnehmen. Und eben Youngster David Otto, der sicherlich auch Spielpraxis sammeln soll in der nächsten Saison. Und aus dieser Mannschaft kann man natürlich nun eine erste Elf basteln, auch wenn das wirklich gar nicht so leicht ist, denn wie ich es gerade schon gesagt habe, der Hoffenheimer Kader ist quantitativ sehr, sehr gut aufgestellt und die Qualität zwischen verschiedenen Spielern ist schon extremst ähnlich, vor allem auch in der Innenverteidigung oder auch in der Mittelfeldzentrale. Trotzdem habe ich natürlich daraus eine erste Elf gebastelt und wir sehen schon, da ändert sich gar nicht mal so viel zur aktuellen Saison, so muss es heißen. Denn die Saison läuft natürlich noch ein paar Spieltage. Ich habe hier nur einen einzigen, der Stand jetzt oder der aktuell nicht im Kader der TSG ist. Also im Tor wird Oliver Baumann gesetzt sein. Sollte Schreuder mit Dreierkette spielen, tippe ich auf Vogt und Hübner auf jeden Fall. Wer dann der Dritte ist, weiß ich nicht, Adams, darauf tippe ich Stand jetzt auf jeden Fall, dass er dort die besten Karten hat. Aber wir haben ja vorhin gesehen, 8 Innenverteidiger wären es für 3 Positionen. Da kann sehr, sehr viel passieren. Schulz links auf jeden Fall gesetzt, Kaderer Beck tippe ich rechts genauso. Und dann eben, habe ich vorhin schon gesagt, Dennis Geiger, extremst guter Junge, hat enormes Potenzial, aber wenn es drauf ankommt, würde ich dann doch eher auf Florian Grillitsch setzen, auf der 6er-Position. Kerem Demirbay ist für mich auch gesetzt und daneben die Frage, ob man vielleicht Grillitsch vorzieht und dann eben auf Geiger setzt, ob man Rupp reinbringt, ob man Amiri reinbringt oder eben Bittencourt. Ich habe mich jetzt hier für Vincenzo Grifo entschieden, wie gesagt, Hoffenheim will ihm im Sommer nochmal eine Chance geben. Sie planen ihn fest ein. Und deswegen denke ich auch schon, dass er eine wirklich gute Chance hat, zumindest am Anfang in der Stammformation zu stehen. Und vorne führt für mich kein Weg vorbei an Kramaric und Jui Linton. Also das ist so meine erste Elf. Wie gesagt, bei Hoffenheim ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil da aktuell gar nicht so viel auf dem Zettel steht, weil man gar nicht so viel machen muss, sollte in Sachen Abgängen nicht viel passieren. Deswegen auch bei dieser ersten Elf relativ ähnlich wie die in diesem aktuellen Jahr. Also, das war die TSG Hoffenheim. Wie gesagt, da gibt es einfach nicht so viel zu reden. Trotzdem, natürlich, eure Kommentare sind gefragt. Schreibt gerne unten rein, wie ihr Hoffenheim aufstellen würdet und vor allen Dingen, was ihr denkt, was Hoffenheim auf dem Transfermarkt macht. Holen sie viele Spieler, verkaufen sie viele Spieler, denn wir haben ja gesehen, die ganzen Leihspieler, die zurückkommen, die blähen den Kader enorm auf. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg oder dem VfB Stuttgart. 3 spannende Teams. Frankfurt, ein Team, was womöglich sogar Champions League spielen könnte. Wolfsburg im nächsten Jahr mit einem neuen Trainer, dann wahrscheinlich auch mit einem neuen Konzept, aber möglicherweise in Europa League. Und der VfB Stuttgart, ein sehr, sehr spannendes Team, womöglich als Zweitligist. Wir planen natürlich als Erstligist, denn aktuell sieht es ja ganz gut aus, auch wenn sie noch auf Platz 16 stehen. Das Momentum hat aktuell, finde ich, auf jeden Fall der VfB auf seiner Seite. Also stimmen gerne ab, welches Team als nächstes drankommen sollte. Werden alle Bundesligisten drankommen, das ist klar. Aber natürlich, wer als nächstes drankommt, Frankfurt, Wolfsburg oder Stuttgart. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.